Wenn das so wie Taliban heisst, ist und dann muss man plötzlich der Schiff. Ja, und jetzt ist das Programm gestartet, der Mi-24, die Hirschko, der fliegende Panzer, auch genannt wird aufgrund seiner Tatfarbe, den Erstflug 1969 im September durchgeführt, noch mit herkömmlichen Instrumenten ausgestattet, noch kein Glascockpit, wie so zum Beispiel heute schon gesehen, beim Tiger der französischen Luftwaffe. In Dienst gestellt wurde die Mi-24 1972, ist für den Transport bis zu 18 Tagen gelungen. Ce crocodile appartient à l'armée de la République tchèque et il est piloté pour tout par Miroslav Sajman dans le nom de guerre du peuple, c'est le Saint-Marc. Il a 36 ans et 1700 heures de vol. Du hast einfach so sehr. Ja, die Mi-24 geht gerade in Aktion, ist mitgestellt von Miroslav Sajman Sabi. Er ist 36 Jahre alt, hat 1700 Flugstunden, setzt auch jetzt seine Rauchkörper wieder ein, in der orange Farbe gehalten. Wir sehen schön seine Flugspuren, schön auf dem Video wohl auch zu sehen, die Stummelflächen, die kleinen Tragflächen, die also die Mi-24 links und rechts auf der Seite hat. Die sind nicht nur geeignet, um Waffenlasten zu tragen, das ist einfach der Bomben von hinten abfeuern. Und jetzt wird auch der kurdische Dicke aufgehoben. Und die Mi-24 hat den seinerzeitigen Geschwindigkeitsrisiko von Flugschaum gehalten. Das bedeutet, glaube ich, 368 km/h flog sie den Geschwindigkeitsrekord. Ce cuirassé volant est propulsé par deux turbines isotopes. Blindés, y compris les flancs de fuselage, qui peuvent pratiquement encaisser les impacts sans dommage pour l'équipage. Bis zu 2 Tonnen kann er tragen. 12 Tonnen hat er Höchstgewicht bei einer Spannweite von 17 Meter rund und Durchmesser von 21 Metern. Und bewegt wird dieser Koloss, dieser fliegende Panzer mit zwei Triebwerken mit über 2000 PS. Und an Bord hat er auch über 2000 Liter Treibstoff. Partout où les troupes ou les armées de l'Union soviétique ont été à l'œuvre depuis maintenant le début des années 70, eh bien on a eu des images de ces hélicoptères au combat. Bien évidemment, on a eu un certain nombre de films également qui ont montré ce genre de machines au combat, en particulier, si je me souviens bien, un film 1 des épisodes des aventures d'un certain Rambo. Cet hélicoptère est devenu emblématique des actions militaires entreprises par les armées soviétiques ou russes ou affiliées depuis la fin des années 70. Das hat immer den Vorteil, dass der Widerstand verringert wird und somit auch höhere Geschwindigkeiten erreicht werden können. Ausgelegt, andere Cockpit-Bauweise, das heißt, der Pilot sitzt vorne mit reicheren Umsichtungen, in einem Cockpit sitzt der Waffensystemoffizier, der dann die Waffen zum Einsatz bringen kann, auch in erhöhter Position. Sur les images en gros plan qui sont absolument magnifiques, vous voyez que c'est véritablement
DB24 Farbe ausgefallen, ausgestattet auch mit dem restlichen Verstärker. Das heißt, bei der Einsatz wird dann die Umgebungslicht auch immer gestärkt. Jetzt wurde doch von Durchdruck bei der Nacht und tut sich bei der Navigation dann leichter. Auch ein Lasertiefgerät ist mit an Bord. Cet hélicoptère, que malgré ses dimensions, malgré sa puissance, eh bien, il est relativement facile à piloter, il est docile. Plus un hélicoptère, semble-t-il, a de la masse. Donc s'il a de la masse, il a de l'inertie. S'il a de l'inertie, ça amortit les mouvements parasites et ça le rend plus stable. Ça le rend plus facile à piloter, étrangement. Plus un hélicoptère est petit, léger et vivace, en fait, et plus il exige de la finesse du pilotage. Et sur un hélicoptère lourd comme celui-là, il faut... Tschechischer Pilot von der tschechischen Luftwaffe. Seit über 20 Jahren werden Displays mit diesem Hubschrauber durchgeführt. 1995 wurde sie ausgezeichnet in Fairford. Mit was mit einem mit dem besten Display der Jahr schon. Voilà comment, en cas de guerre, il ne faut pas avoir un crocodile, c'est-à-dire de face. Bewundern können. All jene, die im Gelände unterwegs sind, auf der Ostseite der staatlichen Bereich. Mit Informationen zu den besten Inhalten. Le fuselage du crocodile ne tient bon. Pour un plaisir, je suis en train de faire derrière l'équipage, malgré l'étroitesse du fuselage, on peut arriver à lever là-dedans tout un assis en deux rangées face à face, 4 et 4. Avec leur armement, avec leur équipement, ou alors on peut empiler des civières, elles sont superposées, deux civières d'un côté, deux civières de l'autre, et le crocodile peut être alors utilisé comme, ah tiens, un très beau touch-at gauche, chose qu'on fait rarement à tiers d'hélico. Ja, der Technikum. Elemente, die normalerweise am nächsten Flugzeug durchgeführt werden. Hachiko hat uns gezeigt, wie 24 der tschechischen Luftwaffe. Noch einmal der Aufruf. Es ist jetzt doch ein bisschen ruhiger, während die Mi-24 fliegt. Ein dreijähriges Kind ist bei der Polizeistation abgegeben worden. Wartet auf seine Eltern. Ein weißer oranges T-Shirt hinter dem Sprechtür in Wolfsburg, in Tschechien, befindet sich die Polizeistation. Und dort wartet ein dreijähriges Kind mit Rappelle que Noé est toujours 3 ans et toujours au poste de police qui se trouve vers le château en attente d'être récupéré.